gerade so richtig verschissen habe, habe ich komischerweise super gute Laune und habe jetzt Lust, euch einen Vlog zu drehen. Kennt ihr das, wenn ihr eine Klausur richtig versemmelt habt, da kann einem eh nichts mehr den Tag versauen und dann habe ich persönlich immer sehr gute Laune. Außer ich bin mir nicht sicher und dann überlege ich immer, habe ich es geschafft? Habe ich es vielleicht doch nicht geschafft? Naja, ich habe mir gestern beim Einkaufen mit Mordshunger Spinat gekauft. Eine Packung, zwei Packungen, drei Packungen, vier Packungen und die fünfte Packung habe ich gestern schon zu Mittag gegessen. Und ich glaube gleich esse ich Spinat. Übrigens wundert euch nicht, wenn mein Gesicht die ganze Zeit roter wird. Ich habe hier eine große Lampe an und die hitzt den Raum auf 35 Grad und mir ist heiß. Hört ihr außerdem die ganze Zeit diese Gequietsche hier? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Und zwar liegt das daran, dass ich hier eine wunderschöne Nestea Weißfrucht-Eistee-Flasche habe. Da ist übrigens das Apfeltee drin, aber das ist eine andere Geschichte. Und diese Flasche steht nämlich genau auf einem College-Block mit so einer Drahtspirale drauf. Und das Ganze habe ich neben mir auf meiner Kommode, wo ich drauf sitze, liegen. Und weil die Kommode eh total unstabil ist, wackelt alles und es quietscht. Ja, so ist das. Ich konnte heute Nacht mal wieder nicht schlafen und lag bis 4:30 wach und habe ein bisschen nachgedacht. Das hat sich sogar gereimt. Einmal, ob ich eine Sportserie drehen soll, passend für den Sommer, mit so kleinen Workout-Trainings, weil dann würde ich mich nämlich selber mehr bewegen und ein bisschen Sport machen und dann würden wir alle eine knackige Bikini-Figur bekommen. Und ja, was haltet ihr davon? Muss ich wissen. Und außerdem habe ich nachgedacht, und zwar wurde ich von ein paar Leuten angeschrieben und gefragt, ob ich mir ein Postfach mache. Und das ist jetzt meine Frage, soll ich mir ein Postfach machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich es mache, müsst ihr mir ganz viel schreiben und dann kündige ich es natürlich auch nochmal an. Ist euch eigentlich schon in diesem Video meine akrobatische Handbewegung aufgefallen? Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, dass ich zwei verschiedene Spinate gekauft habe. Einmal Rahmspinat mit Sahne verfeinert und mild gewürzt und der andere ist junger Spinat fein gehackt. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was esse ich gleich? Ich habe meine Haare gerade eben fürs Video geglättet und ja, man sieht glaube ich keinen Unterschied, aber ich fühle mich jetzt wohler. Meine Eltern haben mir früher übrigens immer erzählt, dass wenn ich schiele und die Uhr zur vollen Stunde schlägt, meine Augen stehen bleiben. Aber das sind sie nicht. Wollt ihr einen Witz hören? Ja, okay, wenn ihr unbedingt wollt, aber ich sag euch jetzt schon mal, der ist nicht lustig. Also, es ist... Vielleicht ist er doch lustig. Was hat vier Beine und kann fliegen? Ein Vogel. Jetzt habe ich mir auch noch falsch erzählt. Ich meine natürlich zwei Vögel. Also, was hat vier Beine und kann fliegen? Zwei Vögel. Ich kann nicht mehr drucken und zwar ging gestern der Drucker plötzlich nicht mehr an. Und das Problem habe ich dann flott gegoogelt und da kam der hilfreiche Tipp, dass der Druckkopf verstopft ist und man ihn ausbauen muss. Aber woher soll ich als Laie wissen, was ein Druckkopf ist? Also habe ich den Drucker aufgemacht, irgendwas, was man ausbauen konnte, rausgeholt und wie beschrieben in kochendes Wasser gelegt. Aber ich glaube, dabei ist irgendwas durchgeschmort. Und ja, jetzt funktioniert der Drucker natürlich immer noch nicht. Alles kaputt und ich musste in den Copyshop fahren. Seht euch diese traurige Palme an, wie vertrocknet die ist. Und das, obwohl ich einen grünen Daumen habe. Ich habe euch auch in Facebook gefragt, ob ihr irgendwelche Themen habt, die ich in diesem Vlog mit einbinden kann. Und ein Thema davon war, ob ich meinen Kleiderschrank zeigen kann. Und nein, das kann ich leider nicht, weil ich habe gar keinen Kleiderschrank. Die Leute, die die Roomtour von mir gesehen haben, wissen das vielleicht. Und zwar habe ich nur eine kleine Kommode und ich würde sie euch ja gerne zeigen, aber ich sitze gerade drauf. Und ja, deswegen geht das leider nicht. Aber in der Roomtour sieht man sie ein bisschen. Und es wurde noch gepostet, ob ich mal Schminktipps für die Schule sagen könnte. Und ja, bei mir war das immer so, dass ich viel zu wenig Zeit morgens hatte. Ich habe mich super oft in der Bahn zum Beispiel geschminkt. Einmal bin ich nur mit einem geschminkten Auge in die Schule gegangen, weil ich es vergessen hatte. Und ja, also ich würde mich in der Schule nur leicht schminken, weil das ja auch am schnellsten dann geht. Also ein bisschen Wimpern.
Wimperntusche, vielleicht einen leichten Lidschatten und ein bisschen Lipgloss. Und ja, wenn man unreine Haut hat, Pickel abdecken oder einfach ein bisschen Make-up drauf. So, ich beende jetzt langsam mal das Video. Ich habe super dollen Hunger. Ich mache mir jetzt Kroketten mit Spinat, passend zu meinem grünen Daumen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt genauso gute Laune wie ich. Ich hoffe außerdem, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!